Hallo und herzlich willkommen zurück zu Exoget Initiative. Ja, wir sind jetzt soweit, dass wir, glaube ich, erstmal die Grundversorgung soweit haben. Bis auf natürlich unsere Intensivstation, die noch dringend ansteht. Und ja, wir machen derweil, solange das noch nicht soweit ist, würde ich sagen, machen wir noch ein bisschen weiter hier mit dem Tutorial und schau mal, was wir jetzt machen müssen. Also als nächstes steht die Werkstatt an. Dazu brauchen wir 20 Felder. Ja, da würde ich sagen, da schauen wir mal rein. Werkstatt. Was ist denn hier die Werkstatt? Das ist die Werkstatt. Die müssen wir wohl freischalten. Da müssen wir mal gucken. Hier ist er. 400 Punkte. Eieiei. Oh. Oh. Ja, das war genau das Problem. Genau, jetzt fällt mir es wieder ein. Das heißt, keine Aufgabe ist forscht an der. Genau, dann müssen wir die wohl erstmal hier fortschicken. Ja, das bleibt da nicht aus, ne? Warte mal, das war das Falsche. Zweimal das Falsche. So, dann müssen wir mal gucken, wo es hier was gibt. Das ist eine 5er. Ja, da, so weit soll es ja nicht rausgehen. Hier haben wir das. Hier gibt es XP. XP ist auch gut, ne? Ist immer gut, XP. Oh, das sind alles schon 5er. Das ist natürlich schon ein bisschen heftig. Eine 6er. Oh, wow. Geht's aber los hier? Oh, 5er. Hier. Oh, auf manchen Planeten sind intelligente Lebensformen beheimatet. Je nachdem, wie sich die Spezies gegenüber dem Exoget-Initiative verhalten, kannst du entweder ihre Kultur studieren oder dich militärisch verteidigen. Ziel ist es, dass ihr Planet zu einem sicheren Hafen für die Initiativen werden. So erweiterst du dein Territorium und gewinnst an Einfluss. Ja, das wäre natürlich schon eine schöne Sache, ne? Aber haben wir nicht. Was ist denn hier? Oh, ein 5er? Ein 5er? Na, sag mal. So, das können wir erstmal wegmachen. Also hier geht es gerade ab, ne? Gut, dann nehmen wir mal das 2er hier. Jetzt muss ich mal gucken, was haben wir denn hier? Hier haben wir 4, 4, 4. Ja, gut, okay. Dann würde ich sagen, wir schicken erstmal das 3er hier hin, dass die noch ein bisschen stärker wären. Ja, dann schauen wir mal hier hinten, was die haben. Das ist jetzt ein 4er. Da schicken wir jetzt mal das 1er rüber. Jawohl. Und was haben wir noch? Hier haben wir jetzt einen 4er. Da können wir jetzt durchaus das 3er rüber schicken. Das müsste noch frei sein. Ne, das 2er. So, wunderbar. Okay, dann läuft das soweit. Genau, dann kommt wieder was rein. Die unterhalten sich. Das passt. Ja. Ja, das wird schon passen, ne? Gut, Geld haben wir jede Menge, ne? Ihr seht es auch hier, wir haben 36 durch Patente. Wir sind fast bei Plus Minus, ne? Und ich glaube, in den nächsten Monaten, vielleicht sogar nächsten Monat, ich weiß es nicht mehr, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, was die letzte Information darüber war, läuft das dann schon aus, aber das kriegen wir auch hin. Komm, wir schauen mal hier, wie es aussieht. Die brauchen nicht mehr lange. Und das ist auch gut. Und ja, dann könnte man nämlich so eine Intensivstation bauen. Weiß gar nicht, warum das immer so dunkel manchmal wird. Eigentlich sind das ja Stromschwankungen. Ja. Aber wir haben eigentlich genug Strom, ne? So, Patente, so sieht's aus. Es sinkt immer weiter, ne? Ich weiß nicht, haben wir hier auch eine Anzeige, wie viele Monate das noch ist? Ne, maximal letzter Monat. Und ja, also die Kurve geht nach unten. Gut, es gibt keine Kurve, die nach oben geht, ne? Also zumindest nicht in der Sache. Wir können mal schauen. Hier haben wir zum Beispiel Regeneration, hätten wir 4 Stück. Da würde ich aber trotzdem noch warten. Sind 13.000, ist jetzt nicht so der Brüller, ne? Ja, ansonsten, die müssen halt Zeug mitbringen, ne? Wir brauchen, ja, 2, 3 Patente wäre schon nicht schlecht. Nochmal so 5er und dann noch eins immer zum Ausgleich, ne? Regelmäßig, ja, sind wir schon bei 81%. Wie sieht es denn hier aus? Die Betten haben jetzt keine Priorität. Fitness haben wir erstmal soweit. Und den Freizeitraum, der wäre eigentlich so das nächste, mehr oder weniger. Die Sicherheit haben wir auf jeden Fall hergestellt. Krankenstation läuft auch, ist auch bald fertig. Und Kraftwerke haben wir auch erstmal. Das wäre jetzt nicht so das Problem, ne? Was eigentlich dann dringend wäre, wären die Sachen hier. Ich muss mal gucken, das ist die Planungszentrale. Ne? Von hier aus können Forschungsteams auf Expeditionen zu bereits bekannten Planeten geschickt und manche außerirdische Spezies als Geta eingestellt. Ah, okay. Da können wir auch mit Spezies arbeiten. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ja, die Werkstatt wäre jetzt als nächstes mit 400 Punkten dran. Mhm.
Und der Freizeitraum. Also bräuchte man eigentlich so 600 Punkte. Dann könnten wir den nächsten Raum machen. Ja. Es ist jetzt die Frage, wie machen wir es? Eigentlich. Warte mal, so wollte ich es nicht. Könnte man das so machen? Bin mir jetzt nicht sicher, wie weit. Machen wir das nochmal. Wie weit wir jetzt dahinter gehen müssten. Ne? Ja, sind wir fast bei 50.000 plus. Und wir haben... Ja, damit endet es wohl. Ne? Das müsste jetzt der letzte Monat gewesen sein. Jetzt sind wir auf uns gestellt. 564.000 haben wir rund über. Ja. Das nächste Patent muss laufen. Ne? Gut, ich denke, die sind unterwegs. Das wird funktionieren. Da kommt eine Nachricht rein. Chef, wir sind auf einen riesigen Pilz gestoßen, der sich bis in die obere Schicht der Atmosphäre aufzuragen scheint. Haben wir in unserer Datenbank etwas Ähnliches? Beschreibt ihn. Könnt ihr sonst irgendetwas erkennen? Ich denke mal, dass wir zu dem wiederkommen. Ich mache jetzt mal, beschreibt ihm. Es ist ein gigantisches Gewächs mit fleischigem Stiel und Hut. Geschätzt mehrere Kilometer, oh wow. Es wiegt sich sanft im Wind hin und her und singt. Na, das ist ja lustig. Entnehmt eine Probe. Ich will auf der Stelle eine Analyse. Lass das Ding am besten in Ruhe. Strategischer Rückzug. Ich hätte gerne mal eine Analyse verstanden. Mal gucken, ob das gut geht. Wir haben unser Equipment in Position gebracht und machen erste Aufnahmen von dem Riesenpilz. Selbst aus der Entfernung wirkt er unheimlich majestätisch. Ja, ja, ist, das ist genau das richtige Wort dafür, majestätisch. Okay, haltet mich auf den Laufenden. Na, ich hoffe, das geht gut, ne? Gut, dann haben wir auch zumindest schon mal das. Ja, ich schaue nochmal hier, wie es hier aussieht. Wir haben also jetzt drei Teams und wir haben Forscher und einen Soldaten übrig. Hier haben wir jetzt keinen Soldaten drin. Hier haben wir alles drin und hier haben wir alles drin. Ein Dreier, der Daniel Garcia. Ne? Der müsste eigentlich wieder mit hier rein. Genau, der Mark Johnson war unser Standardforscher hier, ne? Glaube ich. Ja, muss erst mal wieder gucken. Und hier hat man Tyrell Williams drin. Ne, Tyler Williams, Entschuldigung, nicht Tyrell. Der ist aber auf Mission. Mission Control. Tyler Williams, genau. Ja. Oh, da kommt eine Nachricht rein. Ich melde mich mit einem Update zu seiner Majestät. Oh, wow. Seine Majestät. Ja, seine Majestät, der Pilzkönig. Erhabenste aller Fungi. Oh, geil. Meister Michel. Wir beobachten ihn jetzt schon seit einer Weile. Selbst aus der Ferne ist er majestätisch. So wunderschön und erhaben. Ich glaube, die haben was geschnupft. Der könnte was ausstrahlen. Dass die ein bisschen ballaballa sind, oder? Was konntet ihr beobachten? Ist alles in Ordnung bei euch? Das Team berichtet von merkwürdigen Benommenheit. Aber das ist bestimmt harmlos. Seine Majestät würde nicht zulassen, dass uns etwas Schlimmes widerfährt. Ja, siehst du, sage ich doch. Das gefällt mir nicht. Bringt die Sache zum Abschluss. Bitte bewegt euch augenblicklich weg von seiner Majestät. Ja, wir machen das mal. Ja. Wird erledigt. Gut, setzt die Erkundung fort. Over and was? Okay, also ich hoffe, die haben jetzt, ich hätte das andere wählen müssen, dann hätten sie es sofort abgebrochen, oder? Ja, bin ich mir nicht sicher. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Gut, jetzt ist die Frage, 20 Felder, das ist hier kein Problem, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie groß dann die Geräte sind für... Oh, warte mal. Da kommt noch was rein. Ich bin es. Wir haben uns von dem Riesenpilz wegbewegt und jetzt können wir wieder klar denken. Gott sei Dank. Das Ding hatte uns infiziert, vermutlich mit Hilfe von Spuren, habe ich ja gesagt. Ne? Es war krass, auf einmal wünschten wir uns nichts sehnlicher als eins mit dem großen Pilznetzwerk zu werden. Haha, okay. Wir beenden noch den Rest unseres Einsatzes, dann wird das wird schon gehen. Die Rauschwirkung war ja nur temporär. Wahnsinn, wozu dieser Pilz imstande war. Total Majestät, ich meine, clever. Ein cleveres Gewächs. So kann man es ausdrücken. Okay, wir sehen uns bei der Euro-Rückkehr. Ich hoffe, das läuft alles. Was nun? Einsatz beenden. Ja, nichts gefunden. Das ist ja... Na gut, dann ist das so. Keine Probe, gar nichts. Nun ja, dann können wir das auch nicht ändern. Die Intensivstation ist gleich fertig. Dann heißt, die können wir gleich bauen. Das war's schon. Warte mal. Oh, hier. Schau dir das an. Schau dir das an. Die bringen wenigstens was mit. Ein Exemplar hier. Sehr gut. Dann können wir wieder was forschen. So, jetzt muss ich mal gucken. Intensivstation können wir jetzt bauen. Genau. Und die hat nämlich eine ganz besondere Eigenschaft. Das ist wirklich eine schöne Sache.
Nee, da kommen wir nicht hin. Aber hier könnte man zwei bauen, wenn wir das wollten. Ich mache die mal dahin, ne? Ja. Sehr gut. Ich glaube, eins reicht das mal. Ist nämlich gar nicht so preiswert. Ja. Okay, haben wir gebaut. Die kommen auch zurück und bringen eine Probe mit und noch eine Probe. Das ist doch sehr schön. Gut, dann wird sich hier gleich was füllen, beziehungsweise werden sie es gleich mal untersuchen. Und der hat ja auch was Schönes. Oh, schaut mal. Das ist gut. Das ist echt gut. Und der andere gibt jetzt auch noch seins dazu. Da haben wir bald die 400 zusammen. Vielleicht reicht es schon. Invasion beginnt in 10 Tagen. Ja, das kann sein. Kein aktives Forschungsprojekt. Wir prüfen mal. Könnte ich denn die schon angeben? Und es geht dann los? Nee, haben wir nicht. Können wir nicht. Gut. Dann müssen wir hier nochmal. Einfache Erzverarbeitung. Wobei das mit dem ja, der Ingenieur wird freigeschaltet, Depot für Erzproben, Erzprobenanalysegerät und Werkbank. Ja, und dann hätten wir hier noch ein paar andere Sachen. Ja, da müssen wir gucken. Kenne ich mich nicht aus? Schauen wir einfach mal, ne? Oh, was ist denn hier los? Hallo? Aha, aha. Marky Mark tut hier flirten. Ja, das können wir dann auf alle Fälle nochmal ein bisschen größer machen hier und das können wir eigentlich auch größer machen. Hier wäre noch die Frage, können wir, ja, das werden wir machen. Wir machen das mal so, so, dann können wir hier schon, ja, den Fitnessraum machen, ne? Ja, wir machen das mal so, können Sie mal ran, an den Speck hier. Gut, hier sieht es gut aus, Strom haben wir noch genug. Ich würde mal sagen, wir bauen hier nochmal zwei große Generatoren. Ja. Und ja, das läuft. Ich frage mich gerade, haben die das hier? Sieht gar nicht so weiß aus. Ach, das kommt wegen dem Untergrund, den wir da gesetzt haben. Okay. Gut. Dann müsste ich nochmal schauen. Die Sachen kosten hier 2000. Oh, wow. Also es war ja immer so, dass die auf die Stromsachen gehen. Und ich glaube, dass das immer noch so eine Geschichte ist. Ja. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das machen, ne? Und wen wir dann dafür einteilen. Wir haben sowieso nicht genug Soldaten. Ja gut, die sind ja eventuell dann da. 1, 2, 3 haben wir. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Dass wir dann... wir können mal bei die Patente schauen. Da haben wir 4. Hier haben wir auch 4. Strahlenschutz, was würde das denn bringen? Das sind natürlich wunderbare Sachen. 26.000, ne, da warte ich noch. Da kriegen wir mal einen richtigen Batzen hier. Und bei der Regeneration wird nicht so viel sein durch die einfachen hier. Immerhin 13. Ja, aber auch da würde ich gerne warten, ne? Die Bio... Oh, Biowaffen, wow. Oh, 14, die 2 Stück. Sind aber auch ein paar schöne Sachen, ne? So, die Invasion steht an in 2 Tagen. Die nehmen schon mal ihre Waffen. Eine müsste noch drin sein, genau. Wie viele Angriffe hat man denn jetzt schon? Einen? Auf jeden Fall. Hat man schon 2? Weiß ich jetzt gar nicht. Wir gucken mal. Ja. Das mit der Maus ist auch immer so eine Sache, ne? Da ist der erste, der zweite. Okay. Okay, die tun sich durch die Tür schneiden hier. Ja, jetzt sind sie gleich durch. Erster Kampf, zweiter Kampf. Ja, das läuft. Der wird wahrscheinlich hier ein bisschen mehr verletzt werden. Weil der halt alleine gekämpft hat. Wo ist denn der dritte? Ja, die gehen auf die Krankenstation. Genau. Das waren die 2 Nahkämpfer. Seht ihr, und jetzt geht der erste hier rein in die Box und wird dort geheilt. Das ist echt eine schicke Sache. Wir können auch hier mal auf die Werte gucken. Kriegt man die Werte rein? Nee, kriegt man nicht. Das ist natürlich blöd. Hier, muss ich hier draufklicken. Und da seht ihr, jetzt geht das hier nach oben. Das ist halt automatisch, ne? Das ist so ein, ja, so ein biogenetisches Fluid wahrscheinlich. Und ja, ich glaube, man kennt das aus verschiedenen Filmen. Unter anderem war das, glaube ich, auch in Resident Evil, ne? Mit, wo die da geklont wurde irgendwie. Und auch bei Starship Troopers hatten die ja auch sowas, ne? Da war der auch in so einem Dings drin, wo irgendwie das sich ein bisschen regeneriert hat. Die Gesundheit. Und jetzt müsste der nächste reingehen, ne? Genau, geht der nächste rein. Ah, füllt sich mit neuem Protoplasma hier, was weiß ich, keine Ahnung.
Der war nicht so krank, okay. Und damit sind die nämlich geheilt. Das ist nämlich das Schöne an den Sachen. Die sind nicht ganz so preiswert, aber sind übelst genial. Und da haben wir keine Kosten durch irgendwelche Medikamente oder ein Arzt muss hier rumlaufen. Ne? Kostet allerdings 200 Strom, aber ach, was soll's, ne? Was soll's. Gut, okay. Die sind alle soweit fit, mehr oder weniger. Wir können mal ins Stargate schauen. Hier brauchen wir jetzt die Anzüge, ne? Das ist dann auch eine Sache. Da müssen wir dann gucken. Hier haben wir doch einen Vierer. 125 Strom. Ein Vierer. Was haben wir denn hier noch? Die sind alle eigentlich gut, ne? Ich würde eigentlich sagen, dass wir den nochmal schicken hier, das Team. Dass wir das auf Stufe 5 hochkriegen. Naja, dann haben wir hier noch. Hier haben wir auch einen Fünfer. Müsste ich mal gucken. Ja, das ist schlecht, aber das ist okay. Dann kriegt man das. Das kriegt man gebacken. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert. Wenn nicht, wenn die nicht bereit sind, dann ja. Dann wird das schon irgendwie laufen. Die werden sich schon melden, wenn sie nicht bereit sind. Ne? Hier ist auch ein Fünfer. Hier gibt es nochmal XP. Das wäre natürlich was. Für unser Team hier. Wenn die nochmal einen Boost kriegen. Verletzungsrisiko 21%. Ja, denen fehlt halt ein bisschen die Sache. Ne? Aber wir haben die super Kammer hier. Und das denke ich, dass das auch läuft. Ne? Also hätten wir zwei, würden die also auch gleich beide in die Kammer gehen und sich regenerieren. Ne? Ich finde das eine super Sache so. Wie gesagt, wir müssen hier mal auf den wirtschaftlichen Aspekt achten. Und ja, ich denke, das passt schon. So, ja, die sind natürlich jetzt hier nicht bereit, ist klar. Aber mit der Zeit wird das schon. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe noch hier so einen Waffenschrank, würde ich noch setzen. Es ist nicht unbedingt hier so genial, das auf dem Flur. Aber es ist irgendwie praktisch, finde ich. Na? Und von daher, alles gut. So, Forschungspunkte haben wir 300. Wir können mal gucken. Für die Werkstatt wird es nicht reichen, aber im nächsten Einsatz vielleicht. Und der Freizeitraum kostet dann 200. Also wir bräuchten noch 500. Freizeitraum könnten wir jetzt machen, wenn wir wollten. Ja. Das wäre vielleicht eine Idee. Dann machen wir den Werkstattraum später. Auf der anderen Seite kommt man natürlich so auch nicht voran, ne? Ah. Ja, wir brauchen eigentlich die Erze, um unsere. Okay, die sind bereit. Das ist sehr gut. Ja, ich hoffe, die sind fit hier, ne? Was hast denn du? Wartet auf den Beginn des Einsatzes? Ja. Ja, jetzt sind sie soweit. Gegessen haben sie ja. Und dann läuft das schon. Na, okay. Gut, dann zischen die auch ab. Und wir werden mal sehen, ne? Ja, wir hätten natürlich ein bisschen mit den Teams mehr zu tun, hätten wir uns bei der Einstellung auf die rechte Seite angeklickt hier, dass wir da wirklich jeden Meter von denen da machen müssen. Wir sind 148 im Minus. Wie gesagt, das nächste Patent wird kommen. Da können wir auch nochmal schauen hier. Ja, die sind ein bisschen gefallen jetzt, ne? 38. Ja. Naja, aber das wird alles. Hat man hier nicht noch eins in Produktion? Patent. Das sind auch vier. Das sind überall vier. Ich hoffe, die bringen jetzt was mit. Na, das zum Beispiel würde jetzt einen Boost erleben hier, wenn wir das machen. Na, das würde einen Boost bringen, aber auch nicht so viel. Dann lieber warten. Ich sag mal, das lohnt sich schon, denn je mehr Patente, wie gesagt, umso besser ist der Boost. So, da kommt eine Nachricht rein. Wow, schade, dass du nicht hier bist. Die Aussicht ist atemberaubend. Wir machen jetzt eine kleine Mittagspause zwischen den Wurzeln unseres neuesten Lieblingsentdeckung, einem rosa Baum. Oh, wow. Na gut, klingt himmlisch. Seid ihr dort in Sicherheit? Braucht ihr irgendetwas von mir? Na dann Mahlzeit. Ich nehme das Erste. Abgesehen von dem alten Skelett, oh wow, das hier zwischen den Wurzeln liegt, gibt es absolut nichts Bedenkliches. Ach, ich glaube, ein kleines Nickerchen wäre jetzt nicht zu verachten. Schaut euch die Blütenblätter an, die der Wind vorbei flattern lässt. Wunderschön. Na, ich glaube, das ist da auch wieder was hier. Ist wie unter dem Feigenbaum, oder? Halt, wartet, nicht einschlafen. Ich will mehr über diesen Baum wissen. Erst eine Probe nehmen, dann das Nickerchen. Nicht einschlafen, finde ich auch. Nein, jetzt Mittagspause. Mittagsschlaf ist wichtiger. Wusstest du, dass. Wo war ich? Ach so, ja. Unsere Analyse zeigen, dass der Baum schlaffördernd wirkt. Ja, genau das ist das Problem. Sind sie eingeschlafen? Du bist wohl echt müde. Ich lasse dich schlafen. Bouchard, wach auf. ED1, bitte kommen. Na toll. Komm schon, wach auf. Na, jetzt wird's aber kritisch hier. Ihr müsst da weg, sonst sterbt ihr. Setzt dir eine Spritze mit Adrenalin. Adrenalin, das ist natürlich. Wollen wir das mal machen? Weil immer den Prozenten folgen ist ja auch. Adrenalin, das wirkt natürlich. Na?
Das pusht. Wir machen mal Adrenalin. Ich probier das mal. Ich will das jetzt wissen. Oh oh. Bouchard, bitte antworten. Eieiei, Adrenalin war nicht so günstig. Oh wow, was ist hier? Was heißt denn das? Minus 62, das Leben? Nee, Leben sieht nicht so aus, ne? Na gut. Bouchard, bitte antworten. Oh wow. Ist da alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Wir hatten es mit einem fleischfressenden Baum zu tun, der seine Beute einschläfert, sodass er sie auf Wurzeln, sodass sie auf den Wurzeln verrotten und ihn auf diese Weise mit Nährstoffen versorgt. Ohne dein Eingreifen hätte unsere Mittagspause tödlich geendet. Hier hält uns nichts mehr. Da bin ich froh. Was nun? Fortsetzen. Siehst du, vielleicht war Adrenalin nicht schlecht, das andere wäre auch gut gewesen, aber hätten sie es geschafft, weiß man nicht. 60% war die Chance, das war auch nicht schlecht, aber ich glaube, wir haben, dadurch, dass keine Prozente da hinten angegeben waren, haben wir halt so einen Minus-Buff erhalten. Es könnten jetzt Punkte gewesen sein, wovon ich mal ausgehe. Oder Leben, wobei, naja, man weiß es nicht, ne? Wir müssen gucken. So, die drei sind unterwegs. Ich brauche auf alle Fälle Forschungspunkte für die Werkstatt, dann können wir nämlich die bauen und dann könnte man nämlich mal, ja, genau. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, wir nehmen jetzt einfach mal so einen Planeten hier in Beschlag, besetzen für 90 Mäuse. Habe ich noch nie gemacht, deswegen machen wir es einfach mal. Verlinkung bleibt erhalten, Forschungspotenzial ist sehr hoch, Expedition planen und dafür braucht man dann diese andere Sache, ne? Das wird dann als nächstes kommen, ich finde das aber total prickelnd, ja. Wenn wir das ausgeben, geht das eigentlich nur von dem Konto hier oben weg, ne? Ja, und deswegen mache ich das mal so. Ich besetze die jetzt mal ringsrum. Halte ich für eine gute Sache. Ich weiß sowieso nicht mehr, was hier war. Aber wir haben das ja irgendwie mehr oder weniger gecleant und dann können wir nämlich niedrig... Forschungspotenzial niedrig. Hier ist es mittel. Hier haben wir gar nichts. Hier haben wir hoch. Hier haben wir Mittel und hier haben wir sehr hoch. Also die beiden hier, die sind schon mal prickelnd. Da könnten wir auf jeden Fall was finden. Kann man das wieder lösen, die Besetzung? Nee, ne? Naja, gut. Wir können aber mal schauen, ob das uns mehr bringt. Besetzte Sektoren. Ach so, das ist immer dann, wenn der Kreis geschlossen ist um den Planeten, um unseren, dann würde das so werden. Der ist verletzt. Der hat ziemlich viele Punkte erhalten, unser Doktor. Sehr gut, wir haben hier eine Probe. Ja, wunderbar. Sehr schön. Okay. Ja, der Verletzte geht gleich mal auf die Krankenstation. Ja, da kriegt er eine Diagnose, der Gomez. Daniel Gomez. Diagnose läuft. Und? Leichte Verbrennung erhalten. Oh, oh. Das ist natürlich nicht so schön, ne? So, hier gibt es wieder Forschungspunkte. Das heißt, wir haben die 400. Ja, die haben auch was mitgebracht. 26 Forschungspunkte und Proben, beziehungsweise Exemplar. Sehr gut. Ja. Das Problem ist, ich merke mir immer nicht, welches Team jetzt die Probleme hatte. Könnte ich das hier zurückscrollen? Weiß ich jetzt nicht, ne? Nee. Sehe ich so nicht, aber okay. Gut, wir gehen mal hier in den Forschungsbereich. Werkstatt wollt mal. Werkstatt mach mal. Jawohl. Und dann wird sich auch jemand finden, der das hier macht, ne? Und die kommen auch so, was? 6000 Forschungspunkte, 5000, 6000. Das ist richtig gut. 17 bringen sie mit, 87 Einfluss. Schöne Sache. Kannst nicht anders sagen, ne? Und hier wird die Werkstatt bald geforscht. Da wird dann irgendjemand kommen, der frei hat. Hier haben wir zweimal Forschungspunkte, wie sie hier reinrasen. Das ist sehr gut. Und wir können mal gucken, patentmäßig 4. 4. Ja, das schleift ein bisschen hier. Guck mal, das sind 19.000 für drei Stück. Da warte ich mal noch ein bisschen. Ja, es ist halt, wie es ist. Ne? Wir haben ja momentan nicht genug. Wir werden diesen Monat wahrscheinlich dann auch mit Minus abschließen. Ist aber so gesehen auch nicht so schlimm. Aber schöne Sache. So, die Werkstatt läuft. Das haben sie schon mal fertig gebaut. Das ist gut. Und wenn die dann fertig ist, hier die Werkstatt, dann können wir die auch bauen. 20 Felder sind 20.000. Ne? Ja, müssen wir gucken, wie wir es machen. Wo wir dann und was wir vor allen Dingen hinbauen, ne? Ja, Forschungspunkte haben wir jetzt 77. Wie geht's in unseren Teams? Die sind. Der Noah Bouchard, der hat ein bisschen gelitten. Psychische Gesundheit. Ja, ist selber Arzt. Vielleicht.
Vielleicht gehst du mal auf die Krankenstation, lässt dir eine Pille geben. Oder? Oder? Nee? Ja, ich hoffe, dass die. Dass das passt, ne? Ich finde das irgendwie ein bisschen komisch. Wenn ich ehrlich bin, ist das eine Mischung aus Arabisch und Hebräisch irgendwie. Zumindest klingt es so. Ich glaube nicht, dass das Portugiesisch ist oder Altportugiesisch oder brasilianisches Portugiesisch. Das so klingt es irgendwie nicht. Aber bin da auch kein Experte. Französisch ist es auch nicht, Englisch auch nicht. Also, naja. Naja. Gut, okay. Schauen wir mal, wie sieht es denn aus? Schläft, plaudert, forscht an, schießt, stemmt Gewichte, übt, schießen. Ich glaube, ich muss dir mal ein bisschen Auszeit gönnen. Ne? Was macht ihr hier Schönes? Ihr haltet die Stellung. Ja. Ziemlich viele Punkte habt ihr, ne? Der könnte aber auch mal mit auf den Einsatz gehen, vielleicht. Was ist denn das? Daniel Garcia. Was hast du denn für eine Position? Die hier? Oliver Braun. James Lee. Daniel Garcia, eigentlich bist du an der Front direkt immer mit, ne? Das heißt, vielleicht müssten wir mal tauschen. James Lee. Dass du Garcia mal hier rüberkommst. James Lee kommt dahin. Und hier kommt Garcia hin. Denn du kämpfst ja immer alleine. Zumindest 80% der Zeit. Und ihr kämpft immer zu zweit hier, ne? Ja, irgendwie so. Mal gucken, wie das läuft, ne? Bin ja auch gespannt, ob da mal mehr durchkommen. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wo wir das Demo gespielt hatten vor langer Zeit. Wie das da war. Kam da auch schon was durchs Gate? Ich glaube nicht, ne? Ich weiß es nicht mehr. What? Kein Bock? Ist denn das hier der Alarmschalter? Nee, ne? Achso, was haben wir denn eigentlich hier für einen Sticker an der Wand? Müssen wir auch mal gucken. Aber ich glaube, das haben wir schon. Adoptiere einen Block, ne? Genau, das hat man nämlich auf der Seite hier schon gesehen. Entdecke die Zukunft und hier müsste der Block kommen, ne? Genau. Was haben wir hier noch? Forschung ohne, ist wie, ist der Ruin der Seele oder so. Unbekannte Welten. Ich glaube, das ist neu, ne? Das ist neu dazugekommen. Gut. Ja, Erzprobe sammeln müssen wir als nächstes. So, wie liegen wir denn in der Zeit? 29. Minute. Ich würde sagen, wir machen in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir haben auf alle Fälle heute ein paar Planeten uns angeeignet, besetzt sozusagen. Wir haben Forschung vorangetrieben. Unsere Krankenstation ist erstmal fast perfekt. Ja, die Forschungseinrichtung, das Labor, da haben wir auch nichts weiter zum Bauen momentan. Und ja, der Freizeitraum hier, der lässt noch auf sich warten. Das werden wir als nächstes freischalten. Und bei den Handeln müssen wir gucken, dass wir dann das hier auch freischalten. Aber das hat jetzt keine Priorität. Die Werkstatt ist jetzt Priorität. Und die Ressourcen, dass wir unser Geld fördern. Ne? Denn wir sehen auch hier, wir haben hier eine neue Leiste bekommen mit den ganzen Ressourcen, die wir ja, irgendwie produzieren können. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ja? Genau. Und dann werden wir in Zukunft mehr Soldaten brauchen. Ja, dann würde ich sagen, das schauen wir uns alles in der nächsten Folge an. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Und vielen Dank fürs Dabeisein. Däumchen nicht vergessen. Und dann war's das schon. Ciao.